So, herzlich willkommen. Ich stehe hier gerade in Mexiko, im Bundesstaat Chihuahua, und ich höre dich gleich die längste Tirolesa in der Welt unterschmeißen. Das ist so ein, ja, was ist das eigentlich? Ich weiß gar nicht, wie das Deutsch heißt. Wie so ein Lift, an dem man eigentlich dranhängt, so ein Drahtseil. Naja, im Hintergrund sehen wir hier einige Leute, die sich vorbereiten. Alles sehr, sehr professionell. Das heißt, ich habe auch keine Angst zu haben. Auch ich bin recht professionell ausgestattet hier mit Gurt, Sicherheitsgurt. So, wie ihr seht, ich habe jetzt auch einen Helm an und gleich geht's los. So, wir reiten jetzt auf das nächste vor, 534 Meter. Das wäre die dritte Etappe. Bin mal gespannt, wie das so wird. Hier schießen sich jetzt gerade die Helfer runter, die uns von unten wieder aufkommen. Und so sieht's aus, Leute. So sieht das aus, wo ich mich gleich runterstürzen werde. Die anderen sind jetzt inzwischen angekommen. Na, gucken wir mal. Siéntate, por favor. Okay, listo? Sí. Okay, los pies al aire. Una, dos, tres. Hier komme ich an. Hey, hola. Wahnsinnig, ich hab's geschafft. Ich hab's gerade abgemacht. Wahnsinn, guck dich die Strecke an. Barrancas del Cobre im Dezember. Gracias. Wahnsinn! Und dann darf man so eine Aussicht genießen, wenn man dann angekommen ist. Schlussendlich wunderschön. Was man für Gefühle hat. Angst, Begeisterung, dabei die ganze Leidenschaft sich angucken. Ein kleiner interessanter Fakt noch am Rande. Diese Sache hier wurde erst vor 2 Wochen eröffnet. Seit 2 Wochen ist die für den öffentlichen Betrieb offen. Ich kann euch nur empfehlen, kommt auch nach Chihuahua und nach da.